Große Tiere und falsche Propheten, das ist begabte, machthungrige Mischlinge, wühlten insgeheim und offen gegen die Staatsordnung, gegen die Monarchie und soziale arische Staatsverfassung, warfen sich zu angeblichen Verteidigern der Menschenrechte und allgemeinen Menschenwürde auf, predigten Gleichheit und allgemeine Freiheit und verlangten den Tod der Asen und Aias, besonders den Tod des klugen Asen Baldur. Mischblut war auch in die königlichen Geschlechter gedrungen, hatte ihren Charakter verderbt, das Zusammengehörigkeitsgefühl mit den Aias, die edle Vaterlandsliebe erstickt und hässliche Selbstsucht großgezogen. Diese prägte sich besonders bei Loki, dem Oberpriester auf Atlantis, aus, der mit einer Riesin, das ist mit dem Abkömmling eines Mischlings, verheiratet war und 3 Mischlinge als Kinder hatte. Wie sich in diesem Rassenmischungsstaatswesen alles feindlich gegenüberstand und jeder ohne Rücksicht auf das Gemeinwohl nur für sich sorgte, so suchte auch Loki in vaterlandsverräterischer Weise lediglich sein Ziel zu erreichen, und dieses ging auf nichts weniger hinaus als auf die Vertreibung der Asen, die Beherrschung des atlantischen Staates und Umwandlung desselben in einen Priesterstaat, in einen Kirchenstaat. Mit der Schlauheit und Falschheit des Wahnen witterte er, dass er seine Pläne nur erreichen könne, wenn er sich auf das Volk stützte, ihm schmeichele und zum Schein den demokratischen Phrasen der allgemeinen Gleichheit und Freiheit huldige. Loki war der erste Priesterdemokrat, und seine stets größer werdende Partei schmeichelte den niedersten Instinkten des Volkes, suchte die Wehrhaftigkeit des Vaterlandes zu schwächen und das Volk gegen die Fürsten aufzuwiegeln. Siehe in der Edda Lokis Zankreden. Der kluge Baldur durchschaut das teuflische Spiel des Mischlings Loki und lässt ihn gefangen nehmen. Geknebelt sah ich im Quellenwald den Leib Lokis, des Listenreichen. Da sitzt Sigyn, ihr Gesell bringt ihr wenig Wonne. Wisst ihr noch mehr? Edda, der Seherin Gesicht. Aber der ausgestreute Unkrautsame geht auf. Lokis Helfershelfer führen sein Werk weiter. Das spartakistisch-kommunistische Gift frisst sich immer tiefer und Fenriswolf sperrt seinen Rachen gierig nach den Asen auf, verlangt die Beseitigung des Königtums und die Vernichtung der Asen, der arischen Aristokratie und des Bürgertums. Zum Entsetzen der Asen entkommt Loki seinen Fesseln. Jetzt beginnt erst recht die Hetze gegen die heroische Rasse. Die Asen und Arier, die gegenüber der mit Rücksicht auf die niederrassigen, mehr heidnisch werdenden Staatsreligion arisch freigesinnt waren, werden als gottlos und antireligiös verdächtigt und als Leute, die durch ihre freireligiöse Gesinnung die Rache des Himmels herabriefen. Zum Proletarier-Schlagwort der Freiheit und Gleichheit, Gleichstellung mit den Ariern und Asen, Herrschaft des Proletariats über den Staat, gesellte sich das uralte Schlagwort einer selbstsüchtigen Priesterkaste und einer fanatisch aufgepeitschten Menge. So gewann Loki die Masse des Volkes. Mit dieser aber allein getraute er sich nicht, die auf eine wohlorganisierte Militärmacht sich gründende Asenherrschaft zu stürzen und die Weltmacht an sich zu reißen. Er suchte Verbündete, die ihm das Königtum und seine Militärmacht niederwerfen sollten. In die ganze Welt schickte er seine Boten mit gleißendem Gold und glänzenden Anerbietungen. Die meisten Hilfsscharen warb er sich aus dem Osten, aus den atlantischen Kolonien in Nordafrika und in den Ländern des Mittelmeeres, aus denen ja auch ein Teil der atlantischen Söldner und arischen Leibwache stammte, siehe Hesekiel 27,10, und aus dem Süden, das heißt aus Nord- und Westafrika. Von Osten kommt Rühm, er hebt den Schild, im Riesenzorn rast die Schlange, sie schlägt die Wellen, es schreit der Aar, Leichen reißt er, los kommt Nagelfahr. Von Norden ein Kiel fährt, es nahen der Hehl Leute vom Land, Loki steuert. Mit dem Wolfe zieht die wilde Schar, Büleibs Bruder bringen sie mit. Vom Süden kommt Surtur mit sengender Glut, von der Götter Schwert scheint die Sonne. Riesinnen fallen, Felsen brechen, zur Hehl ziehen Männer, der Himmel birst. Edda, der Seherin Gesicht.
Die Kriegsflotten in den Kolonien werden zum Aufstand gehetzt. Lokis Söhne und deren arische Verwandtschaft selbst gegen die Stammesbrüder gewonnen, wie auch bei uns in Deutschland von jeher klerikale Tücke Germanen gegen Germanen ausspielte. Aus allen Weltteilen holte der falsche atlantische Papst die Heerscharen zusammen, um Asgard in seine Hände zu bringen. Der Tag des Atlantischen Weltkrieges nahte heran. Die Kiele kamen von Osten, ein Drachen stieg aus dem Meere. Das heißt, eine gewaltige Kriegsflotte erschien auf der Reede des Atlantischen Babylon, wahrscheinlich auch Wikingerschiffe mit Drachenschnäbeln und Drachensegeln. Das war das Zeichen zur Erhebung der niederrassischen Bergvölker und des Proletariats. Die aufgeschreckten Asen eilen durch Heimdals Heerhorn Gjalar gerufen zum Kampfe. Die Brücke Bifröst bricht unter der Last der Kämpfenden zusammen. Auf dem Vigridfeld findet die Hauptentscheidungsschlacht statt. Die Asen fallen bis auf Odins Lieblingssohn Vidar. Die goldglänzende, erzgegürtete Asenburg wird erstürmt. Surtur legt Feuer in dieselbe, der Himmel geht in Brand auf. Und in Flammen steht Troja, die Stadt des speergewaltigen Priamos, gleich Odin. Die mit Gold und Erz gefüllten Schatzkammern des Königs Priamos, seine zahllosen Herden von Schafen, Rindern und Rossen wurden ein Raub der beutegierigen Feinde. Was ihr Schwert erreichte, wurde niedergemacht. Ein schreckliches Blutbad folgt in der ganzen Stadt und im Lande, eine Bartholomäusnacht. Arische Kinder wurden auf den Gassen zerschmettert, arische Mädchen unter die tierischen Kriegshorden und Proletarier als Beute ausgeteilt und die Führer der Arias, soweit sie am Leben blieben, in Ketten und Fesseln gelegt. Siehe Nahum 3, 10. Wer fliehen konnte, entfloh.